Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Leute. Ja, da sind wir wieder. Heute zu Gast haben wir den Azad. Was geht ab, Leute? Hoffe, alles gut bei euch. Wer ihn noch nicht kennt, wir blenden mal ganz kurz ein paar Szenen ein, oder? Ja, mach aber nicht vernünftig. Was geht ab, meine Freunde? Gern Post am Start. Das ist Gamer Post. Was geht ab, meine Freunde? Gern Post am Start. Oh. Kennt ihr die typischen Kanaken? Voila, das ist kein AMG, er schreibt AMG drauf. Nicht mal schöne Felgen, ja. Immer das Gleiche mit den Kanaken. Cool, ja, du bist hier, du möchtest dein Auto ein bisschen umbauen lassen. Ich hab das ein bisschen schon mit dir eigentlich schon länger ausgemacht. Ich wollte gerne ein bisschen schöner machen. Ne? Wie lange kennen wir uns jetzt? 2 Jahre? Ach schon, drei. Ich glaube, wo wir uns richtig kennengelernt haben, war in Bremen. Ja, genau. Online-Stars. Ja, das war schon, hat man alle gesehen, abgehört, da waren alle. Ja, das war echt geil. Nee, wir machen den ein bisschen schick. Ein bisschen tiefer, Folie, schöne Felgen, ein bisschen Leistung und eventuell noch ein bisschen Sound. Eventuell, weil, ja, Diesel, ne? Ja. Kannst eigentlich knicken, kannst du nichts machen, aber mach schon. Wir fahren gleich bei den Jungs vom Workshop noch vorbei und besuchen die mal eben und klären ein bisschen was mit denen und vielleicht kommen wir da noch irgendwie zusammen. Ja, lass mal reingehen, es ist ein bisschen kalt. Ja, nass. Wirklich. Zeig mal ein bisschen deine. Sauerkraut ist, ich weiß nicht, ob du es kennst. Im Autobereich, das ist wirklich, ne, ist kein Merchandise, das ist richtig, richtig geile Quali. Also wenn du mal, das ist wirklich Merchandise, was wir damals gemacht haben. Ne? Und bei Sauerkrauts ist es einfach so, die lassen es wirklich produzieren, wie du es haben möchtest, komplett mit Label geil drin. Ja. So diese eigene Beschriftung. Ich bin ja selber gerade ein bisschen am Probieren, seit über einem Jahr. Ich bin schon im Ausland gewesen, glaubst du gar nicht, ich krieg das nicht so einfach hin. Aber weg vom Merchandise. Ja, hab ich dann haben wir gesagt, dass wir dann wirklich von Sauerkrauts was machen lassen, versteckte Kapuze mit richtigen eingewebten Labels. Sowas ist geil. Sieht gut aus. Zeig mal hier unten dein Label. Das ist auch gut. Schlecht. Deswegen sind Sauerkrauts, wie gesagt, die haben die Sachen eben auch. Und dann haben wir gesagt, komm, als Kooperation mit denen. Wir sind der erste Nordrhein-Westfalen Sauerkraut-Store. Es gibt sonst nirgendwo. Es gibt nur in Berlin. Ist doch hier Grenze Holland, oder nicht? Ja. Also Holland fährst du ungefähr eine Stunde noch hin und dann musst du. Ich bin ja auch Grenze Holland, 10 Minuten bis in Fennreihe, Nimwegen, fängt schon gut an. Wir müssen unbedingt mal nach Weeze eine Runde driften. Ja, das ist doch hier Flughafen, das ist doch auch immer so eine Autoveranstaltung. Ja. Schöne rote Corvette. Ja. Rot-schwarz. Schaut euch mal diese Kiste hier. Vielleicht sogar die. Nochmal, ich habe 700 soweit. Oh. Wenn schönes Wetter wäre, dann könnte man mal eine Runde drehen, aber so. Die Scheißfläche sind größer als mein Auto. Aber wenn du magst, kannst du gerne mal Platz nehmen. Wir müssen die gleich hier rausfahren. Das ist. Deswegen laufen muss die eh. Dann mach da einfach mal rein. So. Die Kupplung. Ist aber schon eng, ohne Scheiß. So, warte mal, wo mach ich das an? Hier? Genau, Kupplung treten. Kupplung. Bremse. Scheiße. Aber die ganze Karre bewegt sich. Felgen? Wolltest du Felgen mal anschauen? Ja, aber die Leute, die zeigen euch noch nicht. Die zeigen euch noch nicht, kommen erst am Freitag. Zeigt mir die gerne mal. Sind das die hier? Ja. 1, 2, 3, 4. Das komplett gezogen. Mega geil. Direkt schon mit Reifen drauf. Boah, die sind geil, Mann. Boah, die sind echt fett. Kann man das eigentlich rausnehmen? Ja. Und dann Mercedes nachher reinmachen, ne? Aber ich glaube. Geil, Mann. Das meinte ich eben mit diesen Konturen hier, das sieht pervers aus. Ja. Das ist das Problem, dass. Die sind super groß, weil die Speichen bis oben hin rausgehen. Boah, die sind echt. Die sind richtig schön. Das jetzt, ja, das sieht man auch glänzend, ne? War das jetzt? Nee, es ist so seidenmatt. Seidenmatt? Kein Glänzen? Glaub mir, wenn du nachher die Folie siehst, du wirst es feiern. Habt ihr schon irgendwie, was ich gemacht habe? Habe ich mal so ein Video erzählt, habe ich schon euch erzählt. Ich habe GTA 5 auf dem PC. Da habe ich das ein bisschen gemoddet. Da kannst du so Autos und so aus dem echten Leben hier, Mercedes und keine Ahnung was, mit
einmodden und da habe ich mein CLA genommen und den ein bisschen foliert mit Felgen, so wie ich ihn haben wollte. Und mir hat's gefallen. Deswegen, also die sind echt fett, Mann, die gefallen mir. Ja, let's go. Ich bin echt gespannt, wie das nachher aussieht. Darfst du aber vorher nichts zeigen, ne? Keine Bilder schicken. Immer nur so Teilausschnitte, wo du mal irgendwas erkennen könntest, aber nein. Cool. Mach mal ein paar Aufnahmen von dem. So, wohin geht der? Jetzt geht's zu SL Premium und dann sehen wir uns gleich bei SL wieder. Ihr kennt's, SL Premium wieder hier, ja. Azad geht direkt raus mit Dave und klärt mal ganz kurz ab, was man an seinem Auto machen kann. Nein, Quatsch, wir haben das natürlich schon vorher besprochen, aber die wollen mal kurz die Farben durchgehen und eventuell noch so ein paar Designvorschläge, deswegen einfach mal mitkommen. Ich mag diese Farbe gelb und schwarz, sehr kontrastig. Ja. Ich fand auch rot-schwarz ganz interessant, aber ich fand, rot ist ja schon, also dieses Weinrot ist schon ein bisschen dunkler. Richtig. Also fand ich, wenn es auffällig sein soll, bist du mit gelb auf jeden Fall besser unterwegs. Komplett. Aber das kriegen wir hin. Ja. Ja, sicher. Cool. Das klingt gut. Lass mal rein in die Folie. Ja, rein. Ist kalt hier. Rein. Oder das ist gelb-matt, richtig. Es gibt bei gelb-matt gar nicht. Ja, es wird gelb-matt, kombiniert mit ein bisschen Glanzschwarz. Dann die seidenmatten matt-schwarzen Felgen dazu und ein Fahrwerk. Und, ja, das wird geil. Viertel? Ich muss gerade in mir reingehen und mir das vorstellen. Kannst du es dir vorstellen? Sieht mega aus. Ich kann mir das gut vorstellen, klar. Ich arbeite jeden Tag mit solchen Sachen. Sowas in der Art haben wir schon mal gemacht, ist schon ein paar Jahre her. Das war euer Schätzchen. Aber der Kontrast natürlich heftig. Und auf der Straße gelb, wie gesagt, siehst du selten. Geile Farbe, knallt. Yo. Was ist das denn? Ich habe mir Spezialanfertigung machen lassen mit meinem Logo. Habe ich dann hier unten eingebaut. Ja, aber sieht schon geil aus, ne? Cool. Das ist schon geil. Haben nicht viele, muss ich ehrlich sagen. Da war auch schon gerade baff. Wollte ich dir noch zeigen, aber habe ich gerade irgendwie vercheckt. Gut. Ja. Die räumen doch ihren Kram raus. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Ja. David fängt jetzt an. Wir fahren jetzt noch runter zu Workshop. Erklären da noch eine Kleinigkeit. Und wir sehen uns dann wieder, wenn das Auto fertig ist. Ja. Tschüss. Oh, ich liebe diese Sequenz, wenn Robert immer reinkommt und so, tada, wieder da. Ja, wir sind wieder hier bei SL. Auto ist fast fertig, es fehlen noch kleine Streifen drauf, vorne und hinten. Die machen jetzt Mario und Jimmy drauf. Und dann nehmen wir das Ding mit, machen Fahrwerk, Felgen, Software etc. Und dann kommt Azad morgen, übermorgen vorbei und holt den Wagen ab. Ja, guckt ihn das schon mal an. Robert macht mal so ein paar kleine Style-Shots und Carporn gibt es dann am Ende des Videos. So, da sind wir wieder bei BBM. Ja, Dave hat ganze Arbeit geleistet in der kurzen Zeit. Das ist schon cool, ne? Die qualitativ, Qualität ist immer wieder geil. Ja, Folie habt ihr ja schon teilweise gesehen. Jetzt geht es hier um diesen Bereich und da hinten und um diese vier Ecken. No-Go geht nicht, kann man so nicht machen. Und die Felgen sind wir auch noch ein bisschen bieder. Da haben wir auf jeden Fall ein paar bessere Schuhe für. Jetzt bauen wir erstmal das Gewindefahrwerk ein. Wir haben uns für den ST entschieden. Ist quasi, ja, ist eigentlich das gleiche wie ein KW. Nur halt nicht in Edelstahl, sondern in verzinkten Stahl. Passiert aber auch nichts mit. Ich habe auch schon wirklich Fahrwerke gesehen von ST, die schon einige Winter mitgemacht haben. Die sehen immer noch gut aus und lassen sich trotzdem immer noch verstellen. Also es muss nicht immer Edelstahl sein. Es reicht auch wirklich ein ST. Und da hier wirklich auch nur ein Gewindefahrwerk ohne Härteverstellung jetzt gefragt ist, ja, haben wir uns mal für das ST entschieden. Dann mal rein damit, ne? Das ist irgendwie farblich gelb, gelb, schwarz, schwarz. Aber man wird es hinterher gar nicht sehen. So einen leichten Dortmund-Touch das Ganze, ne? Ja. Ich glaube, der Besitzer ist gar kein Fußballfan, ne? Genauso wenig wie ich. Deswegen werten wir das gar nicht als
Vereinsfarben für Fußball, sondern einfach als eine Kombination zwischen Schwarz und Gelb. Ja, ja, genau. Oh, Farbe und meinen dunklen Händen. Oder wir können jetzt viel Gewinn darauf spielen. Nein. Warte mal. Ja, Fahrwerk sitzt oder wie? Nein. Musst du noch jetzt hier unten die Schrauben festschrauben. Und dann hinten haben wir schon drin. Stellen wir noch die Höhe ein und dann stecken wir mal die neuen Schuhe drauf. Das sind schöne mattschwarze 19 Zoll von MB Design und dann gucken wir, wie das Ganze steht und dann vielleicht noch ein bisschen nachstellen, ne? Ihr kennt das ja eigentlich, aber bei so einem Mercedes haben wir das, glaube ich, erst einmal gemacht. Ich weiß es nicht. Ja, doch, es gab das von der A-Klasse AMG. Ah, da stimmt. Oben oder so? Oder hier? Oder da? Da? Da, ja. Da? Hier? Genau hier? Da, ja. Warte. Könnt ihr euch an der S-Motor schon abholen. So, ja, ich bin eigentlich zufrieden mit der Tiefe. Was sagst du? Ich finde es ganz geil. Wir haben gerade mal eine Runde gedreht, damit sich alles setzt. Achse vermessen haben wir auch schon. Und ich finde, das ist eine angenehme Alltagstiefe. Wenn man jetzt noch vorstellt, dass der, sagen wir, auch voll besetzt fährt, dann hängt der hinten nicht so durch. Vorne minimal tiefer als hinten, eigentlich ganz angenehm. Hallo, guten Tag. Vor allem mit den Felgen, ne? Auch noch. Du stehst mega auf die Felgen, ne? Ja, also ich finde, die machen auf jeden Fall nochmal richtig viel aus. Ja, klar, sicher. Also ne, Schuhe, also die Felgen machen immer das Auto, also auf jeden Fall. Und die Tiefe macht sowieso viel aus. Die Farbe ist natürlich, die haut richtig rein. Ne? Also, Björn sitzt da auch schon drin, weil wir sind ja noch nicht fertig, sondern das Auto ist ja ein Diesel, ne? Und der braucht noch so ein bisschen mehr Dampf. Das macht Björn jetzt gleich, er liest schon mal die Software aus, dann stellen wir gleich auf den Prüfstand. Dann gibt es mehr Saft. Achso, wir haben ganz vergessen, haben wir noch gar nicht erwähnt, ne? Ah, stimmt. Dass wir hier hinten noch diese kleine Abrisskante, quasi diesen kleinen Mini-Spoiler montiert haben, macht das Ding eigentlich von hinten einfach noch ein bisschen sportlicher. Gibt noch so den letzten Pfiff. Gefällt's dir? Ja. Auch wenn du keinen, also Geld nee, ist ja also immer... anfangs war ja wohl nur die Folie und dann hoch und die Serienfelgen war so ein bisschen, ich kam ja hier morgens rein, ja. War ein bisschen schlecht. Dachte ich, naja, schon mal so eine Felge angelehnt. Ich so, das könnte. Und also jetzt mit den Felgen und der Höhe ist das schon passend. Das ist cool. Eine runde Sache. Ja, dann erzählen wir jetzt mal direkt was zur Software. Ja, hallo erstmal. Ja, was soll ich erzählen? Das ist das übliche Spiel aktuell, wenn wir hier gerade reingucken. Dann liegt das Laptop da einfach und vollrichtet seine Arbeit. Das sagt nur, es braucht 12 Minuten, um den Datenstand auszulesen. Dann müssen wir gleich mal das Auto auf den Prüfstand stellen, dann gucken wir erstmal, was er kann. 220 CDI, 177 PS sind angegeben. Drehmoment habe ich gerade nicht im Kopf, gucken wir noch nach. Dann machen wir gleich erstmal die Eingangsmessungen. Ja, und zum Schluss gucken wir mal wieder, was wir da so an Dampf raus haben. Also ich weiß, dass die 220 CDI alle eigentlich sehr gut laufen. Ich bin mal gespannt, das ist jetzt ein recht aktueller. Auch schon mal gehabt. Lasst euch überraschen.
haben wir auch das Auto fertig bekommen. Er soll ja diese 176 PS und 350 Newton Serie haben. Er bringt 174 PS und 370 Newton, also mit dem Drehmoment streut er ein bisschen nach oben. Wir haben jetzt angenehme 26 PS und 55 Newtonmeter Drehmoment mehr. Ja, damit sind wir soweit auch zufrieden. Auch Drehzahl hinten raus ein bisschen mehr, vorher früher zugemacht, dreht jetzt noch ein bisschen freier. Vor allem haben wir diese Mehrleistung über das gesamte Drehzahlband abliegen. Ab 2200 Touren hat er volles Drehmoment, wie wir im Diagramm schön sehen. Ja, wir packen jetzt noch eben die Altteile, das alte Fahrwerk und die Reifen verstauen wir noch im Auto. Und gleich kommt der Gute auch zur Abholung. Ich bin raus. Hallo. Alles gut? Was geht? Ja. Aufgeregt. Ja? Hi. Alles gut? Hey, grüß dich, ja. Ja, ein bisschen aufgeregt, ne? Ich bin gespannt. Ja, so, ich hoffe, wir haben nicht zu lange gebraucht. Nein, nein. Raus! Ich habe gesehen, du hast echt ein Lambo rausgeparkt, nur für meinen. Ja, klar. War richtig. Ha! Ich hab's fahren und so. Ja, gut. Wollen wir direkt hinten reingehen? Ja, lass mal direkt nach hinten. Ich bin echt gespannt. Komm. Warte mal, ihr habt aber eine Folie übers Auto gelegt oder so, ne? Nein. Was Besseres, komm. Jetzt kommt's. Reaktion wird gut. Mach mal Licht an. Nee. Ja, es ist gerade mein Auto hinter mir. Weil ich darf mich nicht umdrehen. Das ist so gegen das Gesetz. Das funktioniert nicht. Ja, komm, pass auf, dreh dich mal um, guck dir mal so an, wie er jetzt da steht. Darf ich mich umdrehen? Er sieht schon etwas anders aus als vorher, ne? Das sieht wenn fett Björn aus. Wenn Björn das Licht anmacht. Lichtschalter ist kaputt. Oh, schade. Ja, dann müssen wir leider. Scheiße! Boah, das sieht richtig fett aus. Fett gelb, ne? Boah, das sieht richtig geil aus. Geht's ihn wieder? Gar nicht. Also so vor mir. Aber. Von der Seite guckst du mit den Felgen der Hülle. Passt halt. Boah, ja, aber die Fettbohne ist der Hammer, ey. Das ist mal zur Geltung. Das ist ja der Hammer. Das sieht so Hammer aus. Ohne Scheiß, das Ding ist ja die Farbe gelb, die passt da. Also, die Farbe passt da einfach komplett drauf. Geil, Mann! Ist der irgendwie breiter geworden oder täusche ich mich gerade? Durch das Matte hast du die ganzen Konturen. Wirkt der einfach breiter. Sieht richtig fett aus. Weil sonst hast du hier den Abschluss hier gehabt. Und dann hier komplett oben alles schwarz. Das sieht Hammer aus. Hammer. Applaus an der Stelle. Ist gut? Ja, boah, die Felgen sind auch in Tiefverlegung, ist aber nicht zu tief. Also nee, deswegen, keine Arbeit. So, wenn du jetzt das Fahrwerk nicht genommen hättest, Ich auch davor schon. Ja. Da konntest du einen Menschen hinterparken. Aber es sieht Hammer aus. Genau, auch nochmal das hier. Schriftzug. Den siehst du jetzt nicht hundertprozentig, aber vom Winkel her doch so siehst du den. Das sieht Hammer aus, Mann. Geil. Das sieht auch so aggressiv aus, wenn das hier alles schwarz ist. So. Hammer. Geil. Das war Weihnachtsgeschenk. Ich feiere keine Weihnachten, ich habe mich selber beschenkt. Ist das nicht schön? Ich finde es geil, wenn Leute freuen. Leute sich freuen, ja, so soll das sein. Dafür macht man es ja, ne? Ey, und das sieht man auch, das ist hier krass. Kannst du einmal eben. Das sieht voll geil. Ja, das sieht. Ne? Abgetönt aus, Mann. Boah, das sieht so aggressiv aus, wenn diese Chromleisten jetzt schwarz sind und mit der Folie Hammer. Hammer. Ich hätte wirklich. Ich hoffe, ihr habt es nicht aufgehört. Ohne Scheiß hätte ich nicht gedacht, dass es so gut aussehen wird, Mann. Das sind 30 PS. Das hört sich wenig an, aber ich gehe mal stark davon aus, dass. Ab 20 spürst du alles. Also wirklich, das ist dann auch so ein richtiger Punch. Muss ich mir irgendwas beachten? Also außer Kaltstart? Kaltfahren, das übliche. Boah, das sieht so Hammer aus. Ey, die Leute in meiner Stadt werden so Auge machen. Wie Tenshin haben mit drei Augen hier. Das auf mich. So, wir sind fertig. Zufrieden? Auf jeden Fall. Ihr habt bestimmt gerade meine Reaktion gesehen. Ich bin gerade noch ein bisschen so, aber gefällt mir, weil die Farbe gelb, ne? Da denkt man sich, okay, sieht das jetzt nachher aus wie so ein gelbes Auto, wo man nachher einen Schlag hier bekommt. Kennst du das noch? Wenn man ein gelbes Auto sieht, dann kriegst du so eine Faust auf die Schulter. Mhm. Aber auch meine Freunde meinten, gelbes Auto. Ist man gespannt, aber sieht echt fett aus. Ich finde echt happy, Mann. Cool. Geil, dann gib mir die Schüssel. Tauchen. Danke hier und fällt auf jeden Fall gut. Cool. Dann danke dir. Danke auch. Bis zum nächsten Mal. Ich komme nächstes Mal mit einem Renault oder so. Multipler. Gut. Ihr seht jetzt noch einen Carport vom Auto und dann sind wir raus. Bis dann. Ciao.